Ich bin die Lena Hennegriff, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Ravenstein. Das ist eine recht kleine Ortsgemeinschaft. Ich mache die Ausbildung zur Kauffrau für großen Außenhandelsmanagement über 3 Jahre. Die Abteilungen, die man so durchläuft, sind auf jeden Fall Einkauf und Vertrieb. Und dann gibt es auch ganz viele andere Abteilungen wie Buchhaltung, Technik, Marketing, Personal. Bei uns ist es so, dass die Ausbildung sich so einteilt, dass wir immer mindestens einmal in der Woche Schule haben. Also es wechselt immer in einem 2-Wochen-Rhythmus. In einer Woche haben wir einmal Schule und in der nächsten dann 2-mal. Ich bin jetzt in der Orientierung bei EW, das ist Einkauf. Also da hat es mir auf jeden Fall super toll gefallen. Ich denke, sonst wäre ich auf jeden Fall nicht da geblieben. Da war einfach der Mix perfekt für mich. Also mein Team hat für mich super gepasst. Mit meinem Ausbilder komme ich toll klar. Und die Aufgaben machen mir auch unglaublich Spaß. Also ich habe da so angenehm viel zu tun, also nicht zu viel, nicht zu wenig, aber der Tag geht rum wie nichts und das ist mir persönlich immer unglaublich wichtig. Ansonsten hatte ich noch einen Durchlauf bei Digital Business Development. Es war einfach mal eine andere Art von Einblick und andere Art von Aufgaben. Da war ich in der Assistenz. Das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht und das habe ich auch noch als sehr positiven Durchlauf in Erinnerung. Man startet immer so als Neuling und es ist immer so, sich vorstellen, die Menschen kennen einen nicht. Und das hat aber eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich bin eigentlich auch eine sehr offene Person. Also ich bin, glaube ich, ganz leicht zugänglich. Angebote gibt es immer viele. Uns ist wirklich sehr viel in der Ausbildung geboten. Was es auf jeden Fall gibt, sind zum Beispiel auch die Projektgruppen. Also ich bin selber auch in einer. Ich bin der Viscay-Projektgruppe. Das ist, finde ich, sehr cool, weil man einfach so die Azubis auch nochmal kennenlernt. Das Coolste, das ich erlebt habe, ist ganz schwierig zu beantworten. Für mich waren es eher so kleinere Momente. So, wenn man gemerkt hat, man baut sich so einen Kreis auf, man kennt immer mehr Leute. Und auch einfach, wenn man gemerkt hat, man hat irgendeine Aufgabe toll gemacht. Was auf jeden Fall auch richtig cool war, war der eine Teamausflug, wo ich dabei sein durfte. Da war ich mit dem damaligen Team im Harz für, ich glaube, 1 bis 2 Nächte waren wir da weg. Das war unglaublich toll. Das hat mega Spaß gemacht. Das war das erste Mal für mich, so richtig mal Kollegen auch auf eine längere Zeit irgendwie außerhalb von der Arbeit kennenzulernen. Also wenn jetzt jemand von meinen engeren Bekannten mich fragen würde, ob ich die WIS weiterempfehlen kann als Arbeitgeber, würde ich auf jeden Fall mit Ja antworten. Vor allem auch die Ausbildung ist einfach unglaublich toll. Es macht Spaß und einem wird so viel geboten. Das Miteinander allgemein hier, das Arbeitsklima ist echt top. Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man hierher kommt doch.